So, Freitag. Die Blende ist wieder drin, wie ihr seht. Die haben wir montiert. Hat alles wunderbar geklappt. Jetzt geht es darum, hier den Rest vom Dashboard reinzumachen. Die ganze Lenkradummantelung, alles wird aus Carbon. Die Schaltanzeige, also die Ladedruckanzeige hier. Dann ist das langsam wirklich Endstufen-Carbon-mäßig. Und es geht weiter. Zum Teil müssen halt selbst kleine Halterungen gefräst werden, weil sie nicht reinpassen. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Das ist irgendwie das dritte Mal, wo ich schon am Dremeln bin. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob es reinpasst hier. Passt immer noch nicht rein. Hey, das gibt's gar nicht. Hey. Ecken ist drin. Hab mir jetzt gerade relativ viel abverlangt, weil die Carbon-Teile sind ein bisschen dick. Und da war plötzlich ein bisschen zu viel Material. Musste da richtig basteln, dass ich das wieder auf die Klammern, Halterungen und alles reinbekommen habe. Jetzt kommt der Lenkradstock und hier wird es aus zwei Teilen zusammengebaut. Einmal hier, beim Schlüssel haben wir ja dann nichts. Dann kommt dieser Ring hier rein und der wird dann zusätzlich nochmal so reingeklebt. Und dann der obere Teil noch und dann ist Lenkstock auch fertig. Lenkstock drin, alles drin. Geil, oder? Wie das wirkt, ey, wenn du da reinschaust in das Auto und alles aus Carbon, ist schon geil. Also wirklich, und wir sind ja noch nicht fertig. Ja, jetzt werde ich mal dieses gute Teil hier montieren. Das kommt hier oben auf die Schaltung drauf. Hier. Und das Sahnehäublein, diese werden auch noch Carbon, die mache ich dann noch. Dann noch die andere Türverkleidung auf der anderen Seite. Und das Sahnehäublein. Mittelkonsole machen wir dann zum Schluss, weil das wird mit Abstand am meisten Präzision und Zeit benötigen und dann haben wir es innen. Lenkstock eben alles fertig und wir sind jetzt an der Mittelkonsole dran. Und dieses Teil probiere ich komplett von vorne bis hinten zu kleben mit Doppelklebeband. Aus dem einfachen Grund, ich denke mal nicht, dass dieses Fahrzeug jetzt wieder mal in Originalzustand versetzt werden muss. Ich denke mir mal, das wird immer so bleiben, aber im Falle eines Falles, man weiß ja nie, muss das Zeug wieder demontiert werden können. Und ich denke mir, so eine komplette Mittelkonsole gerade zu kaufen dann, weil die voll zugeklebt ist, das ist schon ein bisschen teuer. Und wegen dem probiere ich das mit Doppelklebeband in der Hoffnung, dass ich es wirklich überall auch dran bekomme und dass es wirklich so gut ist wie geklebt. Mit zwei Komponenten. Wir werden sehen. Erster Teil Mittelkonsole fertig. Hat einwandfrei geklappt, wie ihr seht. Richtig schön in der Form drin. Steht nirgends ab. Wirklich astrein. Auch hier oben. Hier kommt ja noch der Einsatz rein und dann siehst du gar nichts mehr. Super. Perfekt. Es ist Freitagabend. Ja, es nimmt langsam Formen an. Hier müssen wir es noch machen. Und guckt mal. Die Mittelkonsole ist drin, komplett. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich montags durchkomme. Dann sehen wir uns montags. Hallo, frischen Wind im Gesicht, Montagmorgen. Wir haben am Freitag doch noch ganz ein bisschen was gemacht. Türverkleidung vorbereitet, die zweite Seite noch gemacht. Den Rahmen hier endgültig fixiert. War eine tricky Angelegenheit. Ja, und das zweite Türpanel. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Beschwert, gemacht, geklebt. Das hat jetzt schön übers Wochenende angezogen. Das wird bestimmt halten jetzt. Hey, und das ist das letzte Teil vom Innenraum. Und wir sind innen dann fertig. Ich glaube es kaum. Und dann sind außen wirklich nur noch der Diffuser hinten. Die Umrandungen von den Nebelscheinwerfern. Hier zeige ich euch kurz. Die haben wir jetzt nachträglich noch bestellt. Die hier. Diffusor. Der liegt hier. Und die Seitenschweller, das sind die hier. Die Schweller werden sicher ganz zum Schluss erst kommen. Die Fuße und hinten Stoßstange machen wir jetzt noch fertig. Ja, aber ich glaube es kaum, ist fast fertig. Und dann kommen bald die Felgen. Es ist vollbracht. Ich habe den Innenraum fertig. Ich bin so froh und so glücklich, hey, dass es geschafft ist. Jetzt noch den Diffusor, die Lampen hier. Hey, und es ist endlich fertig, hey. Und dann kommt wirklich... Ah nein, Seitenschweller sind noch. Ja, die Seitenschweller noch. Die machen mir ein ganz bisschen Bauchschmerzen, weil die muss man genau unten auf die Kante vom Schweller unten drauf schrauben. Das soll ja auch irgendwie stabil sein und die kommen doch 10 cm raus.
Ja, mal gucken, wie wir das machen. Aber Innenraum ist endlich fertig. Grüß euch. So, wir sind im Endspurt mit dem Abarth. Ich habe endlich noch die letzten Teile bekommen, die noch gefehlt haben. Hier solche Dinge, Umrandungen und so. Und meine lieben Leistungsfreunde, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Downpipe 200 Zelle, Endrohre, Filter, Einspritzdüsen liegen da vorne. Dann noch eine neue Software. Und dann ist was anderes angekommen. Ich muss mal die Kamera umdrehen. Ja, die lieben Felgen vom Abarth sind da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Rad kannst du nicht neu erfinden. Aber es ist aus ein paar Designs zusammengeleitet. Das Modell gibt's so nicht. Mich macht's stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Rad sieht so brutal aus. Wir werden einen Trailer machen, nur für das Rad, dass ihr da richtig schöne Aufnahmen habt und bestellen könnt. Wollt ihr mal sehen? Hi. Der Hammer, oder? Ich gucke sie sicher schon seit 10 Minuten an. Wunderschön, wirklich. Ja, ein geschmiedetes Rad bleibt halt ein geschmiedetes Rad. Diese Handarbeit mit diesem Schleifen alles, hey, meine Güte. Ja, wunderschön, einfach wunderschön. Voll geil, ja, auf jeden Fall. Jetzt wird fertig gemacht. Das gute Stück, wisst ihr, wie das jetzt nachher ausschauen wird, hey? Das wird Bombe jetzt. Jetzt machen wir den fertig und dann haben wir das Raccoon-Projekt dann mal langsam. War auch eine richtige Stange Arbeit. Aber jetzt Endspurt. Noch ein bisschen Motor auseinanderrupfen. Vollgas. Auspuff demontiert. Jetzt kommt der Gerät. Wir müssen da kappen, weil meine Lieblings-Biposso-Endrohre von unseren lieben Freunden Haare draufkommen, wo wir ja die Generalvertreter in der Schweiz sind, wohl bemerkt. Dann schneiden wir mal. Die alten Blenden sind weg. Schön abgeflextes Zeugs. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die neuen schön draufgehen. Ja, guck sich das einer an. Gehen ja schon von alleine drauf. Na, und wie die wieder drauf, hätte ich gesagt. Das kommt halt schon ein bisschen anders, hä? Carbon-Teile alle montiert. Guckt mal. Geil. Schön, dass man Rahmen ausmacht, hä? Diffuser, Blenden eingestellt, alles on top. Passt alles einwandfrei. Also mehr Carbon geht eigentlich nicht mehr. Da oben Blende, Emblem, Lampen, nochmal Lampen, Diffusor, Leiste. Gibt gar keine Teile mehr, die man machen könnte. Nur am Heck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teile am Heck. Jetzt fertig. Auspüffe eben drauf. Morgen noch Downpipe. Ganze Motor auseinanderrupfen. Ansaugkit, das ganze Zeug alles rein, Einspritzdüsen und. Dann Software machen, dann Räder drauf. Einen schönen guten Morgen. Hier kommt die gute Downpipe rein. Einspritzdüsen, der Tensor-Kit, Bogen, anderer Luftfilter, alles drum und dran. Der obere Teil haben wir alles schon weg, die ganzen Halterungen und alles. Jetzt kommt mein Lieblingsblech, das hier unten. Ich hasse es, vor allem die letzte Schraube ganz da unten. Machen wir mal vorwärts. Ziel wäre es eigentlich, das Auto heute fertig zu bekommen. Mal gucken, ob das reicht, ob das geht. Ich habe gerade gesehen, die Bride vom 1446 ist ein bisschen blöde gemacht hier. Anschluss unten. Wird spannend, die zu lösen. Ja, Vollgas. Downpipe ist bereits draußen, die alte. Optisch fast nicht zu unterscheiden vom Seriending. Und hier drin wird es dann interessant. Hauen wir die rein. Downpipe ist drin. Und ist geil. Haare hat jetzt einen neuen Halter hier gemacht, den es dazu gibt jetzt bei der Downpipe, wenn man die bestellt. Alles neue Schrauben, wie ihr seht, so gehört sich das. Weil der alte Halter, der Originale, die selber Schrauben kennen den, der hat hier so einen Winkel drin. Und der neue Halter hat jetzt die passende Form zur Downpipe. Jetzt noch den Tensor-Ansaug-Kit. Einspritzdüsen haben wir. Und dann noch Software machen. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Ansaugkit. Sogar hier haben wir überall Carbon. Jawohl. Anderer Luftfilter und der Bogen wird den hier ersetzen. Und der Luftfilter ist ja im Gehäuse drin. Und dann haben wir es geschafft. Dann nur noch schnell Software. Und dann haben wir's. Endlich dieses Schublubbern weg. Ja, vielleicht lassen wir es. Muss ich noch mit dem Kunden gucken. Weitermachen. Jetzt muss ich noch auf die Lenkgeometrie fahren. Und dann, wenn das Auto dann einigermaßen mal fährt, dann müssen wir noch Steuergerät machen. Optimieren noch. Zeugs ist alles drin.
Schlauch drin, Luftfilter, alles Ansaugkit komplett verbaut. War eine richtige Tüftlerei. Downpipe ist drin, Einspritzdüsen sind drin und eben noch eine finale neue Software. Und das Baby von allem ist ein ganz stolzer Moment für mich. Die Räder sind drauf. Wollt ihr gucken? Bau. Ah? Kommt das geil oder nicht? In diesem gebrushten Effekt Weltklasse. Wirklich Weltklasse und ich finde, viel mehr kannst du aus einem Abarth nicht machen. Guckt euch das mal an, wie das Auto da steht. Ja, jetzt Lenkgeometrie angesagt und, und die Seitenschweller habe ich noch montiert. Ja, genau. Habt ihr auch noch nicht gesehen. Die Carbon-Schwerter hier auf der Seite. War auch noch eine riesen Geschichte mit Nieten, Bohren und weiß nicht was an. Geiler Effekt, schaut richtig bullig aus, aber ich hätte schon fast Wetten abgeschlossen, wie lange es dauert, bis einer beim Aussteigen draufsteht, weil ist halt sehr weich. Aber optisch sehr geil, sehr nice. Aber jetzt Lenkgeometrie. Hat ein bisschen positiv Sturz vorne, was meint ihr? Kompetente Leute hier, neuer Prüfstand. Hier kommt das Ast rein 100%. Dann ist eigentlich nur noch Software. Aber das Auto knallt so dermaßen, ey. Die Leute jetzt auch unterwegs hierher. Puh. Ja, nachher mal zurück und dann geht's weiter mit Optimieren. Dann haben wir es langsam. Beide Autos sind ready jetzt für den finalen Carporn. Ja, warum ist es noch so kompliziert jetzt geworden und ich kam nicht mehr zum Filmen, weil ich das ganze Wochenende mehr oder weniger gearbeitet habe. Der Abarth hat recht viel gestreift, links und rechts, überall. Und haben wir so nicht gedacht, okay, ich habe den halt wirklich sehr weit runtergeschraubt. Aber man muss halt hier ein bisschen vernünftig sein. Auf einem Abarth 8,5, 18, das ist halt schon eine Nummer. Und dann noch extrem tief fahren. Ich meine, ihr wisst ja, wie viel Arbeit, dass ich hier reingesteckt hatte damals mit vorne 1,5 cm pro Seite verbreitert und alles drum und dran. Und wegen dem müssen wir hier jetzt ein bisschen vernünftig sein, auch in Anbetracht, dass das Auto schon verliert ist und da Arbeiten nicht mehr groß möglich sind, außer Bördeln, was wir jetzt gemacht haben. Schaut jetzt so aus. Tiefe ist ein bisschen nach oben gekommen, aber jetzt sitzt das auch alles. Reifen ist drin, es passt alles. Und dann hätte ich gesagt, das war's. Voll geiles, tolles Projekt und da wird noch viel kommen, was dieses Projekt mit Raccoon in Zukunft anbelangt. Sehr, sehr, sehr tolle Angelegenheit, wirklich hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und ihr bekommt jetzt von beiden Autos so einen hammergeilen Endporn und ich hoffe, der gefällt euch. Jetzt mal erstmal runterfahren, genießen, viel Spaß, ganz schönes Wochenende, viel Spaß beim Porn. Ciao.